Ja, moin, liebe Zuschauer. Was sind Dividendenaristokraten und warum ist es wichtig, diese in der aktuellen Börsenphase mit im Wertpapierdepot zu haben? Mit welchen Aktien fahren die Dividendenjäger denn aktuell Gold richtig? Und was sind die Top-Favoriten aus diesem Segment in den nächsten Jahren? Darüber spreche ich in dieser heutigen Sendung. Ja, die Definition des Dividendenaristokraten, was verbirgt sich dahinter? Die bekannteste Definition lehnt sich an den von Standard & Poor's entwickelten S&P 500 Dividend Aristocrats ab. Demnach sind Dividendenaristokraten Aktien von Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich angehoben haben. Also sprich kontinuierlich Jahr für Jahr erhöht haben. Leider gibt es derzeit weltweit nicht mehr so viele Gesellschaften, die sich ja hier reinpressen lassen in diese Definition. Es gibt mittlerweile leider nur noch 149 Gesellschaften, die da reinpassen. Die Corona-Jahre haben einige solide Dividendenzahler ja schwer zu schaffen gemacht. Und der Großteil dieser 149 Gesellschaften, die sind in den USA beheimatet. Keine 150 Unternehmen, die seit 25 Jahren ihre Dividende Jahr für Jahr erhöht haben. Das hört sich schon ziemlich einzigartig an. Also eine kleine Nische. Aber es gibt noch eine, ja, kleine Steigerung davon. So werden zum Beispiel Aktien von Unternehmen, die ihre Ausschüttung über die letzten 50 Jahre beständig erhöht haben, Dividendenkönige genannt. Aber auch das lässt sich eigentlich noch so ein bisschen toppen, denn es gibt einige wenige, also wirklich ganz, ganz wenige Unternehmen, die über 100 Jahre ohne Unterbrechung eine Dividende gezahlt haben. Also selbst die Corona-Jahre, selbst der Börsencrash in den 2000ern und auch der Börsencrash 2008, 2009, als wir die Finanzkrise hatten, hat diesen Unternehmen nichts anhaben können. Sie haben weiterhin auch in diesen Krisenjahren eine Dividende an die Unternehmen ausgeschüttet. Und die ein oder andere Gesellschaft davon, die kennt ihr vielleicht. Zu diesen Unternehmen gehören unter anderem Colgate Palmolive, Eli Lilly, ExxonMobil, IBM, Procter & Gamble oder Union Pacific. Man beachtet hierbei aber den Unterschied. Die zuletzt aufgezählten Unternehmen schütten zwar seit mindestens 100 Jahren ununterbrochen eine Dividende aus, sie haben diese aber nicht zwangsläufig Jahr für Jahr erhöhen müssen. Also wir reden hier nicht davon, dass diese Unternehmen 100 Jahre in Folge die Dividende nach oben hin immer angepasst hat. Warum sind Dividendentitel im Depot eigentlich so wichtig? Also nachdem wir nun wissen, was es mit diesen Dividendenaristokraten auf sich hat, wenden wir uns der Frage zu, wie wichtig die Dividenden oder Dividendentitel grundsätzlich in deinem Wertpapierportfolio sind. Studien besagen, dass Dividenden auf längere Sicht mehr als ein Drittel deiner Performance deines Portfolios ausmachen. Allerdings gilt es auch bei Dividenden natürlich aufzupassen. Zum einen, weil besonders hohe Dividendenrenditen oftmals sogar ja auf Probleme aufmerksam machen, auf Probleme des Unternehmens hindeuten könnten. Ganz wichtig, nicht müssen. Zum anderen aber auch, je höher die Dividende ist, umso höher ist natürlich auch der Dividendenabschlag. Jetzt fragst du dich eventuell, wenn du jetzt noch nicht so fit in Börsenthemen bist, hä, hohe Dividendenrenditen können Probleme aufzeigen. Und warum sollte ich bei einem hohen Dividendenabschlag aufpassen? Was hat das denn jetzt mit der Dividendenausschüttung zu tun? Das möchte ich dir ganz gerne einmal jetzt hier näher erläutern. Also einmal kommen wir mal zu dieser Dividendenrendite. Also die Dividendenrendite in Prozent gerechnet, berechnet sich ja relativ einfach. Du nimmst die Dividende geteilt durch den aktuellen Aktienkurs und multiplizierst das Ergebnis mit 100. Also notiert zum Beispiel die Aktie deines Unternehmens, was du gerade kaufen möchtest, bei 50 Euro und ist die Dividende auf 1,80 € festgesetzt, dann kriegst du eine Dividendenrendite auf rund 3,6%. Das ist ja ganz einfach. 1,80 geteilt durch die 50 Euro mal 100 ergibt diese 3,6% Dividendenrendite.
Wobei entscheidend für deine persönlichen Dividendenrendite ist natürlich dein Kaufkurs. Und da möchte ich dir mal ein Beispiel aufzeigen, wie du hier, obwohl eine Dividendenrendite optisch gar nicht so hoch aussieht, tatsächlich in Wirklichkeit für den einen oder anderen Anleger eine enorme, eine gigantische Dividendenrendite darstellen kann. Nehmen wir das Beispiel Coca-Cola. Ich glaube, Coca-Cola als Unternehmen, Coca-Cola als Getränk kennt jedes Kind weltweit auf der Welt. Coca-Cola ist auch ein Dividendenaristokrat, ist sogar ein Dividendenkönig. Und auf dem aktuellen Aktienkurs beträgt die Dividendenrendite rund 2,9%. 2,9%, da sagst du jetzt in Anbetracht der Renditen, die ich auf Anleihen generieren kann in Euroraum oder auch in den USA, sind 2,9% jetzt ja überhaupt nicht viel. Also bitte, was ist denn daran jetzt so toll an diesen 2,9%? Wer aber im Jahre 2003, das ist gerade mal 20 Jahre zurück, in Coca-Cola-Aktien investiert hat und die Finanzkrise 2008, 2009 ausgesessen hat, die Corona-Krise 2020 ausgesessen hat, für den sind die 2,15 US-Cent, die ausgeschüttet werden, aktuell eine enorm hohe Dividendenrendite. Wir reden hier über eine Dividendenrendite von über 10% auf seinen Einstandskurs. Denn im Jahr 2003 lag die Coca-Cola-Aktie in einer Bandbreite um 20 US-Dollar, größtenteils sogar drunter. Aber gehen wir jetzt einfach mal von fast den höchsten Jahreskurs aus, um die 20 US-Dollar. Wer also im Jahre 2003 die Coca-Cola-Aktie gekauft hat, der sitzt aktuell nicht nur auf 200% Kursgewinn im Depot. Nein, er bekommt alle 10 Jahre in Form der Dividende sein eingesetztes Kapital komplett zurückgezahlt. Das macht Dividendenaristokraten oder auch Dividendenkönige aus. Das ist das richtig Gute für die Anleger, wenn die Anleger großen Wert auf kontinuierliche Ausschüttung legen und die Aktien operativ gute Unternehmen sind, kontinuierlich ihre Dividende erhöhen, dann ist der Anleger langfristig in der Regel mit dieser Position so aufgestellt, dass er sein Geld nicht nur vervielfacht, sondern durch die kontinuierlichen Dividendenausschüttungen auch sein eingesetztes Kapital in einem überschaubaren Zeitraum komplett zurückbezahlt bekommen hat. Doch warum sind hohe Ausschüttungen manchmal auch gefährlich? Also erstmal musst du als Anleger prüfen, ob die Firma sich diese hohen Ausschüttungen auch überhaupt leisten können. Sprich, ob der ausgeschüttete Betrag auch tatsächlich in dem vergangenen Jahr erwirtschaftet worden ist oder ob das Unternehmen eventuell auf einen Trick zurückgreift und ja die Dividende von Rücklagen bezahlt oder aus den Rücklagen bezahlt. Das machen einige Unternehmen, um dem Kapitalmarkt eine gewisse ja, Stabilität vorzugaukeln, zu suggerieren oder auch den Anlegern, die nur auf die reine Dividendenrendite schauen, aufzuzeigen: Mensch, wir sind hier ein dividendenstarkes Unternehmen. Also schaut immer auch hinter den Kulissen, ist das Unternehmen auch tatsächlich in der wirtschaftlichen Lage, diese Dividende nachhaltig zu verdienen. Dann gibt es auch wieder Unternehmen, da ist der Aktienkurs in den vergangenen Monaten, vielleicht auch Jahren, deutlich zurückgekommen. Die Dividende wurde aber nicht gekürzt, weil das Unternehmen trotzdem operativ gute Ergebnisse liefert. Und dadurch ist die Dividendenrendite extrem stark gestiegen für dich als Anleger. Die Dividenden wird aber eventuell nicht gekürzt, weil man eventuell ja, kurzfristige Schwierigkeiten nicht damit ausgleichen möchte, indem man die Dividende kürzt. Ich habe da ein Beispiel hier in der heutigen Sendung einmal mitgebracht, ein Unternehmen, was auch wahrscheinlich viele von euch kennen, was in diese Region genau reinpasst. Und zu guter Letzt sollten die Anleger natürlich auch immer den Dividendenabschlag beachten. Denn wenn eine Aktie eines Unternehmens, gehen wir jetzt mal wieder auf unser Beispiel von 50 Euro, notiert, 1,80 Euro Dividende je Aktie ausschüttet, dann wird es so kommen, dass am Tag der Ausschüttung diese Summe der Dividende vom Aktienkurs abgezogen wird an der Börse. Das heißt, dass am sogenannten Ex-Dividendentag die Aktie dann nicht bei 50 Euro notiert, sondern zumindest rein theoretisch bei 48,20 € morgens eröffnen müsste. Das sind keine reellen oder keine echten Kursverluste, sondern das ist ja das Geld, was aus dem Unternehmen rausgenommen wird und dir als Aktionär als Dividende gutgeschrieben wird. Viele starke Unternehmen sind aber in der Lage, diesen Dividendenabschlag durch steigende Kurse an der Börse zügig wieder zu kompensieren oder zu egalisieren.
Dieses Phänomen haben wir gerade in den letzten Wochen bei vielen wirklich sehr starken, operativ starken Unternehmen gesehen. Bei einer ganzen Reihe an Aktiengesellschaften haben die ja Anleger auf der Lauer gelegen, haben gewartet auf diesen Ex-Tag, weil sie die Dividende, wenn sie die Aktie vorgekauft hätten, natürlich hätten versteuern müssen und einen Steuerabzug gehabt hätten, die dann diese Aktie aber erst nach der Ausschüttung dann gekauft haben und damit dann auch den Kurs relativ schnell wieder getrieben haben und haben mit vollen Händen zugegriffen und diese Aktie sich dann Ex-Dividende ins Depot gelegt. Und damit schließt sich der Kreis wieder. Denn natürlich dürften in erster Linie die Unternehmen über solche Unternehmen, die über ein derart stabiles Geschäftsmodell verfügen, die über viele Jahre ihre Dividenden nie gesenkt haben, also Dividendenaristokraten sowie die Dividendenkönige sind, von einer solchen Entwicklung profitieren oder werden genau diese Aktien von den Anlegern in solchen Fällen gesucht. Daher sollten Anleger, die gerne Dividenden erhalten möchten, bevorzugt auf diese Dividendenaristokraten oder ja, Dividendenkönige setzen. Wobei, wenn man es sich, ja, oder wenn es sich um ausländische Werte handelt, man natürlich hier auch noch das Thema Wechselkurs berücksichtigen muss. Denn was nützt es dir als Anleger, wenn du in einer amerikanischen Aktie investierst? Die Dividende da auch kontinuierlich angepasst wird nach oben, aber der Wechselkurs Euro-US-Dollar gegen dich läuft. Sprich, du von diesen Dividendenerhöhungen eigentlich unterm Strich auf deinem Konto nicht viel siehst, weil du durch den Wechselkurs, durch die Wechselkursveränderung eigentlich sogar theoretisch ja einen Rückgang erlitten hast. Das ist auch der Grund, warum ja gerade aus der Eurozone viele Anleger dividendenstarke Aktien kaufen, die in einer Währung notieren, die allgemein als relativ stark angesehen wird. Der Schweizer Franken ist zum Beispiel eine Währung, die ja bei europäischen Anlegern als sehr starke Währung angesehen wird. Und das erklärt vielleicht auch den Grund, warum die Aktien von Schweizer Konzernen wie Lindt & Sprüngli oder Nestle gerade hier in Deutschland sehr beliebt sind. Ne? Der Schweizer Franken gilt tendenziell als harte Währung und insbesondere bei uns Deutschen ist der Schweizer Franken sehr beliebt. Und da könntest du als Anleger dann ja vielleicht sogar noch doppelt profitieren, einmal die Währungsgewinne als auch die etwas höheren Dividenden. Jetzt ist es aber auch so, dass du natürlich als Anleger bei Dividendenaktien aus dem Ausland bestimmte Fallstricke beachten musst. Denn da kommt jetzt noch so ein Punkt, den wir alle gar nicht mögen, die steuerliche Komponente. Die gilt es zu beachten. Denn in der Regel müssen Kapitalerträge wie Dividenden versteuert werden. Was selbst im EU-Ausland schwierig werden kann, da in einigen Ländern die Quellensteuer anfällt. Oh, Quellensteuer, um Gottes Willen. Die Quellensteuer werde ich euch in der nächsten Sendung, also in einer Woche, im nächsten Video, etwas genauer erklären und auch aufzeigen, welche Regelungen in welchen Ländern bestehen. Und damit ihr diese Sendung nicht verpasst, habe ich die Bitte, abonniert diesen Kanal hier, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Einfach mal eben ganz kurz hier aufs Profil gehen und den Abonnieren-Button klicken. Und dann bekommt ihr einen Hinweis, wenn wir die nächste Sendung über das Thema Quellensteuer hier dann auch auf diesem YouTube-Kanal veröffentlicht haben. Anschließend stelle ich euch jetzt noch einige Aktien vor, die bei Dividendenjägern in der aktuellen Zeit gerade sehr beliebt sind. Es handelt sich dabei um Aktien, die entweder bereits zum Dividendenadel zählen oder Dividendenaristokraten zählen oder kurz davor sind, in diesen aufgenommen zu werden, also in den Adelstand quasi erhoben zu werden. Leider finden wir in Deutschland mittlerweile kein Dividendenaristokraten mehr. Wir hatten früher mal die Linde. Die Linde ist aber mittlerweile kein deutscher Konzern mehr, ist auch nicht mehr im DAX vertreten. Und wäre sonst mit 30 Jahren Dividendensteigerung in Folge der einzige deutsche Konzern, der wirklich in den Dividendenaristokratenhimmel aufgenommen worden wäre oder früher aufgenommen war. Mit rund 8,5% Dividendenrendite und genau 25 Jahren Dividendensteigerung gehört die British American Tobacco ganz weit oben auf der Liste der dividendenstarken Dividendenaristokraten. Jetzt kommt ein kleiner Disclaimer, denn diese Aktie habe ich in meinem persönlichen Portfolio, insbesondere aufgrund der Dividendenrendite. Also hier besteht ganz klar ein Interessenskonflikt, dass ich euch jetzt diese Aktie hier einmal namentlich auch vorstelle. Das bitte ich unbedingt zu beachten. Die hohe Dividendenrendite resultiert allerdings hier nicht daraus, dass das Unternehmen
ja, exorbitante Gewinnsteigerungen hat und von Jahr zu Jahr immer mehr, immer mehr, immer mehr verdient und die Aktionäre daran teilhaben lässt. Nein, es liegt daran, dass das Unternehmen ganz einfach enorme Kursverluste an der Börse in den letzten Monaten hinnehmen musste. Das Geschäftsmodell ist relativ simpel. Also es ist eine Tabakaktie. Tabak ist weltweit immer weniger gefragt. Das Rauchen wird weniger. Die Werbung für Tabak wird überall deutlich reduziert. Das Unternehmen verdient stark, hat eine starke Marktmacht, aber man wächst nicht mehr im Umsatz so stark. Also die starke Marktmacht und das operative Geschäft kommt durch Preiserhöhungen und dadurch, dass man jetzt in den Weltmarkt ja, stärker sich engagiert, aber man generiert nicht mehr so ein starkes Wachstum. Und Aktien, die im Moment so Value-Aktien sind und nicht mehr stark wachsen, wo man sagt, ah, wie sieht denn da die Zukunft in 10, 15, 20 Jahren aus? Sind halt nicht so stark gefragt, sind im Aktienkurs deutlich zurückgegangen. Dadurch, dass aber ungefähr derselbe Gewinn gemacht wird, ist die Dividendenhöhe gleich geblieben, beziehungsweise leicht nach oben hin immer angepasst, so dass wir jetzt hier auf eine extrem hohe Dividendenrendite mittlerweile kommen. Altria gehört mit 8,25% auch zu den Top-Dividendenzahlern und ist eigentlich bereits auch ein Dividendenkönig. Seit satten 53 Jahren haben Aktionäre hier Dividendenerhöhungen kontinuierlich mitnehmen können. Eine Gesellschaft, die wahrscheinlich jetzt euch weniger bekannt ist, ist die American State Water. Die haben zwar nur eine Dividendenrendite von 1,8%, das klingt jetzt nicht viel, zahlen aber 100% ihres Free Cashflows aus und das nunmehr seit 68 Jahren in Folge steigend. Und jetzt erinnert euch mal ganz kurz an das Beispiel Coca-Cola. 1,8% ist eigentlich eine Dividendenrendite. Da brauchen wir gar nicht großartig drüber reden. Das ist nicht viel in der jetzigen Zeit, insbesondere bei den Inflationsraten, die wir haben. Wer aber im Jahr 2003, ähnlich wie bei Coca-Cola, in diesen Wert eingestiegen ist, bekommt auf seinen damaligen Einstiegskurs, auf seinen damaligen Kaufkurs mittlerweile eine Dividendenrendite in Höhe von satten 15% jährlich. Da fallen die 700% Kursgewinn seit 2003 eigentlich gar nicht mehr so ins Gewicht, die diese Aktie dann auch gemacht hat. Für mich als Anleger oder für dich als Anleger. Ja, also da sieht man wieder eine starke Dividende, kontinuierliche Dividende, operativer Gewinn wird an die Aktionäre ausgeschüttet, wird langfristig gesehen von der Börse immer positiv honoriert. Procter & Gamble gehören mit 67 Jahren Dividendensteigerung in Folge und einer Dividendenrendite von 2,4% auch zu den Dividendenaristokraten oder zu den Dinosauriern in dieser Auflistung. Auch ein Unternehmen, was sicherlich vielen von euch geläufig ist. So oder so, Dividendenaristokraten sind eine solide Basis in einem breit aufgestellten Wertpapierdepot und sollten bei eurer Entscheidung über die Aufstellung eures Wertpapierdepots mit in eure Überlegung unbedingt einfließen. Denkt mal daran, eine breite Streuung im Depot zu haben. Hat euch die heutige Sendung gefallen? Dann lasst uns doch bitte ein Like hier unten drunter unter dem Video hier da. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und zukünftig kein Video mehr von uns verpasst. Wünsche euch weiterhin viel Erfolg an der Börse.